Hallöchen zu einer neuen Episode von und mit unserer liebsten Wohnexpertin, Tayo Witzler. Kein Satz in vier Wänden Spezial. Ich glaube, jeder einzelne von uns braucht jetzt definitiv eine Übersetzung. Also, ich bin Tayo von den Doing Tayo Lifehacks und in diesem Video zeige ich dir ein paar kleine Neuerungen und Veränderungen und Dekorationserrungenschaften und neue Möbel. Aus meiner Wohnung. In den Kommentaren lese ich nämlich immer wieder mal, dass es herzlichst erwünscht sei, wenn ich etwas mehr von meiner Wohnung zeigen würde. Und das täte ich jetzt hiermit. Mein letztes Video, was sich so ein bisschen um meine Wohnung gedreht hat, ich glaube, das war das Video mit dem Titel Wo soll der Spiegel hängen? Fragezeichen. Das Video ist ja schon eine Weile her und deswegen dachte ich mir, es ist jetzt gerade so richtig an der Zeit, das zu zeigen. Das heißt also, ich werde diese Kamera, also sozusagen dich in meine schmutzigen Bauarbeiterhände nehmen, das Ganze drehen und dir mit meinen Worten aus meinem Blickfeld die Dinge ein wenig erklären. Oder nicht? Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Das ist übrigens original französisches Baguette, wollte ich sagen. Barrette aus Paris. Oh mein Gott. Los geht's. Ist dieser Teppich nicht einfach fabelhaft? Der ist doch einfach amazing, oder? Das ist cool. Jetzt kriegen wir nämlich in Makro alle Brösel drauf, aber wenn da jetzt wirklich Brösel zu sehen sind, oh ja, es sind welche zu sehen, dann gehört das so. Dieser Teppich ist abwechselnd mit Bio-Baumwolle, irgend so ein Garn und leider echt Leder geknüpft. Aber voll schön. Ich finde ihn einfach wirklich total schön. Und man merkt es auch an der Akustik, okay, es heilt zwar immer noch, aber die Akustik ist hier deutlich angenehmer und es macht einfach ein viel besseres und schöneres Raumklima, ne? Dann gibt es noch in der ganzen Wohnung verteilt diese coolen Hocker. Sie schauen jetzt auf den ersten Blick speziell aus, aber ich kann es echt garantieren, das sind die bequemsten Hocker, die ich jemals besessen habe, besitzt habe, besitzen, tun haben, machen, ja, genau. Und jetzt beten wir ein fünffaches Halleluja und einen 20-fachen Rosenkranz für diesen wunderbaren Korkschrank. Ich liebe diesen Korkschrank, der ist so cool. Ach, den habe ich mir schon so lange angeschaut, aber da war ich immer zu geizig, da war irgendwie 400, 500 Euro für so einen Korkschrank. Naja, aber der ist einfach so cool. Mit Druckknopf und innen alles verspiegelt. Hallo, hier irgendwo bin ich. Hallo. Der ist so cool. Er ist aber noch nicht befestigt. Ich muss ihn noch festhalten. Also der, wow, ich liebe diesen Schrank. Ich liebe diesen Schrank. Da unten ist meine geheime Schatztruhe. Hier steht aber ein Kleiderständer, der vorher im Vorraum, also im Flur draußen war. Und da oben ein kleines neues Pflegekindlein. Da habe ich einen kleinen halben Ast bekommen, beziehungsweise gerettet. Und das ist draus geworden in wenigen Wochen. Ja, die windschiefen Bilder hier, die kennt man glaube ich eh schon so aus dem Hintergrund. Und voilà. Diese Kommode hier war, glaube ich, schon kurz irgendwo im Hintergrund zu sehen, aber ich mochte jetzt ein wenig näher drauf eingehen. Ja, da drin ist Chaos am Bett, da fiel mir besser nicht rein. Wusch! Ja, das hier ist so dieser Klassiker, das ist Hemmnis von Ikea mit ein bisschen Dekorationsartikeln und ein bisschen Stab hier oben, ne? Das hier ist einfach ein Bilderrahmen, aus Glas noch, also das Glas ist aus Glas, nona nicht. Diese fülle ich einfach gern mit so Geschenkspapier oder Verpackungsmaterial, da hat man gleich so ein individuelles schönes Bild und das mache ich immer wieder unterschiedlich in der Wohnung verteilt. Das hier ist eine Schale, aber das brauche ich jetzt gar nicht näher erklären. Worum es mir bei dieser Kommode eigentlich geht, sind diese tollen Handstücke, diese Möbelknäufe oder wie man die nennt. Die kaufe ich nämlich gern immer, wenn ich sie irgendwo in Aktion sehe, weil ich finde, das wertet doch so ein Möbelstück total auf. Dadurch ist es ein Boho Unikat, finde ich. Und da habe ich irgendwo da unten, glaube ich, eh noch, weil ich vielleicht noch abwechselnd die Farbe halten werde,
so andere Motive. Ich finde das recht nett. Und das ist so mit wenig Aufwand und mit kleinem Geld ein schönes Möbelstück. Weil sonst schreit es halt einfach wirklich Ikea, Ikea, Ikea. Nichts gegen Ikea, aber ja, Ikea. Diese Kommode, also diese Form der Kommode, diese 5-Laden-Kommode, ein Zähler für Kommode bitte, gibt es so nicht mehr. Das ist dann auch gleich das Schlagwort für die nächste Hermes-Kommode, die es nicht mehr gibt. Haha, das war die allerletzte in ganz Österreich. Und das ist meine. Yay, yay, yay. Das war irgendwie so eine Limited Edition und sie haben sonst nichts Gelbes gehabt und vermutlich deswegen aus dem Sortiment genommen. Naja, und sie war für Hemden so ein bisschen überteuert. Aber egal, 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 egal. Mir gefällt die einfach voll cool. Ich habe da oben so Dinger, die ich eigentlich an die Wand hängen wollte, raufgestellt. Die habe ich bei Aldi gekauft. In Aktion waren die. Ja, und die Palme kennt man noch aus Tayo träumt Träume. Da war die noch im Schlafzimmer. Hier hängt eine Schürze. Dahinter ein weiteres schiefes Bild. Das sind so Gitter mit dazwischen so, wo ist das denn, so Origami. Und ein paar Vogelspinnen, nein, Scherz, oder vielleicht doch nicht. Na, gehen wir lieber weg. Ja, dann machen wir gleich die ganze Ecke hier ein bisschen mehr im Detail. Cut. So sieht momentan meine Essecke aus und warum bitte macht diese Kamera jetzt automatisch so einen argen Blaustich ins Bild? Ich könnte dich erwürgen. Jetzt geht's. Okay, also von vorne. Entschuldigung bitte. Das hier ist meine neue bzw. neu gestaltete Essecke. Sie wird noch nicht bleiben. Hier links, ganz links, wird demnächst ein neues Abenteuer kommen. Da werde ich nämlich zum ersten Mal tapezieren. Und ich weiß jetzt schon, dass das ein... Ja, ein was wird das? Eine Katastrophe. Jetzt habe ich das Wort. Das wird eine Katastrophe. Den Tisch, den kennt man schon. Die Stühle kennt man schon. Der Teppich ist neu. Ich finde den ja voll cool. Der wird sich wunderschön auf einen, wie heißt denn das, Fischbrett-Parkettboden machen? Weil das ist ja dieser gewöhnliche Stäbchenparkett. Okay, Parkett ist trotzdem Parkett, aber den, ja, da habe ich nicht mehr mitreden können. Da habe ich die Wohnung zu spontan bekommen. Da hinten, um das Thema dezent zu wechseln, steht ein Bild, drei Kunstpflänzchen, die Lampe, die man, glaube ich, schon kennen könnte. Es werde Licht nicht erschrecken. Wusch! Naja, cool. Also am Abend ist das schon cool. Na, geh aus. So, hier ist wieder mal so ein Hocker, der in der ganzen Wohnung jetzt herumsteht. Der gehört eigentlich sogar original zu diesem Tisch dazu. Aber, jetzt schauen wir mal wegen ein Aber. Wie bitte kann man, es ist eine Serie, eckiges Bein, ja, eckig, eckig, eckiges Bein, eckig, eckig, und der Hocker mit einem runden Bein. Hä? Wahrscheinlich ist das wieder sowas, was ich nicht verstehe, aber für mein Auge ist das jetzt nicht eine Serie. Egal. Puh, heute habe ich keine Booster. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Highlight, zu dem Highlight in meiner Wohnung, beziehungsweise dem Highlight der Neuerungen. Dieses basige Lampe, ist die nicht cool? Moment, ich muss jetzt wieder mal darüber zum wunderschönen Heizkörper. Das verstehe ich sowieso nicht, warum hier keine Fußbodenheizung geplant wurde. Die 3 Euro mehr wären auch schon egal gewesen bei dem Preis. Knurr, knurr. Also, diese Lampe kann man einschalten. Haha. Und die... Wie geht das? So, die Farbe kann man ändern oder auch nicht? Ändert sich da was? Also ich mich schon auf gelb. Na, ist das nicht cool? Und jetzt dunkel. Also mit Farbe meine ich die Farbtemperatur, weil diese bunten Leuchten mag ich nicht so gerne. Das ist doch cool, oder? Ach, doch, mir gefällt das. Da oben, da habe ich noch den Kabelkanal so eingeklemmt. Da muss ich noch stemmen fürs Kabel. Aber nachdem ich mir nicht sicher war, ob die jetzt tatsächlich so in dieser Position bleibt, habe ich es
dabei noch nicht gemacht, genau. Die Kammer des Schreckens filmen wir mal nur ganz kurz rein. Hier habe ich nämlich über der Waschmaschine und neben meinem alten Schrank, das übrigens das allereinzigste Möbelstück meiner alten Wohnung ist, ja, alles andere hat hier keinen Platz mehr gefunden oder musste weichen. Anderes Thema, anderes sehr frustrierendes Thema, egal. Na jedenfalls, das hier habe ich so schnell mal zusammengebaut, damit hier ein bisschen mehr Stauraum raufkommt und damit diese Abstellkammer auch ein wenig genutzt wird. Ja, aber es ist noch nicht sortiert und Sendezeit überschritten. Hier hinten, meine Herren und Damen, sehen Sie mein endlich vollendetes Do-It-Yourself, Self-Made, selbstgemacht Garderoben-Baumkonstrukt. Ja, das heißt so, ganz offiziell. Schaut's in Duden. Der hat mich Nerven gekostet, meine Güte. Ich meine, da oben muss ich noch ausspachteln, weil die Befestigung immer noch nicht fertig ist. Ich bin da so faul. Aber es funktioniert. Ja, eine Jacke kann aufhängen. Moment, ich habe sie kurz runtergeworfen, damit man es sieht. So, zack, sitzt, passt und hat Luft, ne? Boah, dieser automatische Weißabgleich, der bringt mich um. Ich habe die Kamera erst seit 2 Jahren, na, 1,5 Jahre. Ich werde mir doch nicht schon wieder neue kaufen. Aber irgendwie, naja. Wieder anderes Thema. Na, ich habe da einfach so einen Baumstamm hergenommen, ihn ordentlich lang trocknen lassen, über ein Jahr jetzt, weil ja, feuchte Baumstämme im Wohnraum braucht man nicht wirklich. Dann habe ich mir da so Türknäufe oder Möbelknöpfe besorgt, die Schrauben davon hinten abgezwickt, ein Loch reingebohrt, ein Dübel reingehämmert. Die Schraube reingedreht, das draufgedreht und jetzt hält das bombenfest. Ja, dekoratives Stück und Sendezeit schon wieder überschritten. Weiter geht's. Hier befindet sich das wohl niedlichste und süßeste Klopapier. Alter, egal, dass es auch nur irgendwo auf der Welt zu kaufen gibt. Ah, und raus da. Hier drin in meinem Kleiderschrank Fundus Archiven. Im Keller? Nee, in der Wohnung. Also in der Nebenanwohnung, weil ich schon ausbauen musste. Ja, und so scherzhalber gemeint ist das gar nicht. Egal, gibt es eine weitere Neuerung, liebe Messieurs und Madamen. Hier habe ich jetzt endlich mal Schubladen eingebaut. Da sind jetzt die Pullover drin mit Fuseln, natürlich, ohne geht's gar nicht. Da oben sind so ein paar Dinge drin, die ich noch verkaufe und restliche Kleiderbügel. Ja, genau. Hosen kennt man schon. Und hier haben wir noch einmal eine Schublade, da sind die kurzen Hosen jetzt eingezogen. Und was ist da drin? Da habe ich ja auch noch meinen Schatten. Hallo, ich bin's. Und hier ist... Ach, das sollte man nicht zeigen. Hier befindet sich mal wieder ein Findelkind. Der hat sich auch ordentlich brav gemausert. Es geht schon fast bis zur Decke, naja, nicht ganz, aber... Ja, dem geht's wieder super duper. Der war so arm, der wurde nämlich immer vergessen zu gießen und dann übergossen. Und das ist ja das Schlimmste, was man machen kann. Und bei mir hat er jetzt ein neues Zuhause gefunden. Dieses Monster hier möchte auch nicht mehr aufhören zu wachsen. Es ist ja unglaublich, oder? Mein eigenes Baby. Ach, und den kleinen Stinker gibt es ja natürlich auch noch. Den habe ich auch gerettet. Also da habe ich mal aus einem davon einen kleinen Ableger sozusagen gemacht, den hergeschenkt. Der wurde dann riesengigantisch groß. Der wurde zu groß eigentlich, dann habe ich den wieder auseinandergetrennt und ein Baby davon wieder hierher gestellt. So ja, der ewige Kreislauf, ne? Und zu guter Letzt gibt es hier noch meine aktuelle Baustelle. Mein uralt Billy, das jetzt ungefähr 20 Jahre alt ist, hat endlich den Platz in diese Wohnung gefunden. Hier sind noch alte Türen von eigentlich einem anderen Schrank, aber die habe ich jetzt so umfunktioniert und umgebaut, dass die da reinpassen. Viel Dreck habe ich mitgebracht, deswegen den Staubsauger. Und das wird jetzt hier hergestellt und da oben in die Mitte hier möchte ich so einen runden Spiegel aufhängen, der an so einem Kunstlederband hängt. Da habe ich so eine ganz spezielle Idee im Kopf. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Genau, und das wird heute definitiv nicht mehr gemacht, aber morgen vielleicht.
Ach, ich bin heute so faul. Wom, 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 wom. Ich weiß. Es war jetzt ein klein wenig oder ein klein wenig mehr langweilig. Aber. Ich wollte den Ersuch und dem Wunsch, wie nennt sich das? Ich wollte den Kommentar wünschen, Folge werden und das zeigen. Ei, ich sollte heute oder diese Woche oder dieses Jahr besser keine Videos mehr drehen. Für den Fall der Fälle, dass ich aber dennoch Videos mache, empfehle ich dir, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke dabei nicht zu vergessen. Vielleicht hinterlässt du mir sogar ein Däumchen und über einen Kommentar freue ich mich sowieso. Tschüsschen, bis bald.